haben irgendwie eine komische Stimme, finde ich. Passt nicht so richtig zu den Viechern. Verschwinde von hier! So. Dann da rein und irgendwo hoch, oder? Ah ne, da drüben war eine offene Tür. Dam, da, dam. Sollte das tatsächlich eine Mission ohne Jedi sein? Das wäre ja unfassbar. Aua! Ich muss nicht da durch, oder so eine Schweinerei, hoffe ich. Solange es doch offene Türen gibt, benutzen wir lieber die. Eigentlich will ich nach oben und nicht nach unten. Hey, warum bei euch so? Ein Imperialoffizier. What the fuck? Ah, hier kann ich den. Wie das läuft, der was. Hier haben wir noch eine Kamera. Okay. Dann müssen wir doch in diesen Schacht rein. Sollen wir mal noch was da hinten ist? Nichts läuft. Okay. Na, ich habe das letzte Mal ziemlich viel voraufgenommen. Also die letzten, ich weiß gar nicht, die letzten 10, 12 Folgen sind auf jeden Fall alle in einem Stück aufgenommen. Und dementsprechend habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Aber man ist ja gleich wieder drin, das ist ja nichts, was man jetzt auf, was man irgendwie verlernt oder so. Ich muss irgendwie da hoch. Aua. Ach Gott sei Dank doch, Jedis. Nö, nö. Siehe Farbe des Lichtschwerts. Nur so als kleiner Hinweis. So, da. Ich glaube, wir sind schon in diesem Tarnvorrichtungsding. Sieht zumindest irgendwie wichtig aus. Ist mal Ruhe hier. Hört mal auf zu streiten, ey. Keine Ahnung, wo ich hin muss irgendwie. Mal links gucken, da steht auch noch einer rum. Oder auch zwei. Halt ganz schön viel aus, ey. So. Gut, dann geht's wohl da weiter. Also doch wieder mehr als genug Jedi-Kämpfe, aber es sind nur die leichten bis jetzt, die irgendwie ziemlich langweilig sind. Der hat zunächst wenigstens mal ein bisschen Schaden gemacht. Ah ja. Darf mich einfach nicht beschweren. Bist du tot? Bist du. Oh, sorry. Mach's nochmal. Da packt er die Moves aus, hey. Au! Das waren die. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen wir haben
im ersten Teil gespielt haben. Ich sehe gerade draußen durchs Fenster unsere Vermieterin. Hallo! Die offenbar im Garten arbeitet. Wie kann sie es wagen? Nochmal. Was soll denn das? Ich will doch eigentlich nur helfen, ey. Immer alle feindlich gesonnen. Was soll denn das? Genau, ich glaube, im letzten, beim Outlast haben wir irgendwie, habe ich irgendwie 45 Folgen oder so gebraucht. Momentan bin ich hier bei 17 oder so, das heißt, ja. Ist auf jeden Fall kürzer. Aua. Das habe ich vorhin irgendwie. Um den Shooter 2. Das geht so ab, hey. Heute habe ich jetzt 1,5 Stunden gespielt bisher. Das sind 6 Folgen. Dann sind wir wahrscheinlich im Endeffekt sowas bei. Irgendwas knapp über 30. So. Dann arbeiten wir uns mal diesen Turm hoch. Entkommen? Wie nur? Ja, okay. Doch wieder 2 Rote, die allerdings irgendwie nichts können. Nein, nicht runterfallen. Aua. Tot. Gut. Lassen wir die mal ein bisschen betteln. Schauen, wer da gewinnt. Man, man. Aua, jetzt hat er mich gesehen. Wir müssen uns da doch einmischen. Ja, wenn 2 sich streiten, dann hier, ne? Freut sich der Dritte und so. So, wir sind gleich oben. Sieht zumindest so aus. Die Mission kann ich mich zum Beispiel fast nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht warum. Das war der. Aber ich habe das Gefühl, dass die Missionen am Ende irgendwie kürzer sind. Also jetzt hier so die letzte war ja sehr kurz. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass sie aber alle anstrengend ist. Okay, die ist schon scharf. Gut, die erste war ein bisschen länger. So, alle Bomben gesetzt. 4 Stück ist auch gar nicht übertrieben, aber scheint zu reichen. Also die Animation von Explosionen und herumfliegenden Brocken ist ja Darth richtig Vader schlecht. Setzte viele Nogri als Attentäter und Leibwachen ein. Wir denken, Vader hat die Nogri befohlen, die Yalaraner zu töten, die die Tarnvorrichtung schützten. Da sie jetzt zerstört ist, wurden die restlichen Nogri abgeholt und sind nach Hause zurückgekehrt. Okay, das heißt, es waren nicht die Einwohner, die wir da getroffen haben. Nogri hießen die. Die Frage ist dann, wie Yalaraner aussehen. In den letzten Tagen liegen uns keine neuen Berichte über weitere Kultaktivitäten vor, aber sie werden wohl kaum untergetaucht sein. Sie dürften kurz vor ihrem Ziel sein. Sehr beruhigend. So, 2 Beine noch. Biss und Ort Mantel. Da Rush seine Mission auf Biss niemals vollendete, müssen wir noch immer ergründen, ob es Tavin gelungen ist, Energie der Macht aus den Überresten des Planeten zu ziehen. Der Imperator hat hier viel Zeit verbracht. Daher dürfte dieser Ort eine große Energiequelle sein. Wenn sie eingenommen würde, könnten wir abschätzen, wie mächtig Tavin nun ist. Okay. Diesmal komme ich mit dir. Rosh ist in der Nähe von Biss verschwunden und es ist zu gefährlich, dort allein hinzugehen. Ja, okay. Dann kommst du mal mit, ne? Wir nehmen einfach mal irgendwas mit.
So bis kann ich mich gerade gar nicht daran erinnern. Kommt das in den Filmen vor? Ich glaube nicht. Aber es scheint hier auch irgendwie kaputt zu sein. Ich auch nicht. Der Planet. Das ist nicht gut. Tavion war schon da. Imperiale Dreadnought. Ich hole uns hier raus. Ein Traktorstrahl erfasst uns. Ich komme nicht los. Okay, das ist der Plan. Ich habe mal zu meiner Imperiumszeit auf so einem Schiff gedient. Du schaltest den Traktorstrahl aus und ich starte die Selbstzerstörung. Bereit? Bereiter geht's nicht. Bereiter geht's nicht, Mama. Was tut er? Ah, sich da durchschneiden. Na los! Lebt die eigentlich noch, die andere hier, die Jen? Die müsste ja noch leben, oder? Okay. Also sind wir nicht auf Pisten im Level, sondern auf diesem Schiff, was hier irgendwie rumfliegt. Und es gibt nur eine Tür, die wir nehmen können, und zwar die. Dann nehmen wir die mal. Bleiben Sie, wo Sie sind. Deine Mama bleibt, wo sie ist. Oh. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, merk schon. Sind irgendwelche automatischen Geschütze, die wir schnell ausschalten sollten, weil die Aua machen. Davon machen wir den noch kalt. So, jetzt. Ist ja gut. So, war nicht nochmal irgendwo einer? Okay, ich dachte, es wären zwei gewesen, alles klar. Hallo? Wo ist denn das ein Meme? Obacht. Ach, Kollege. So. Dann wollen wir mal die Minen hier deaktivieren und dann nichts Tolles finden. Gut. Schon wieder ein automatisches Geschütz. Was geht denn hier, hey? Aua, 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 aua. Oh, ich habe eine Codekarte. Das Codewort ist Stuhl. Hier die Minen kann ich nur von da, oder? Ja. So. Ja, mal, hier bis jetzt noch keine Jedis, was ist da los? Kommt aber bestimmt noch. Ich speichere schon wieder viel zu oft. Sorry, dass ich euch gestört habe, Jungs. Wollte ich nicht. Hä? Ja, ich bin so ein Noob, ey. Oh mein Gott. Wie viel Schaden wir die beiden jetzt gerade gemacht haben, ey. Okay. Okay. Ich glaube, ich sollte nicht gegen die damit kämpfen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich bin gleich tot, voll gut. Wo ist denn die hier? Mein Gott. Ja. Hätte ich die mal gleich gefunden, wäre es besser gegangen. Okay, was ist das für eine Taste? Muss ich mir vielleicht merken. Die 9, oder? Ja. Scheiße. Habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Sorry. Aber die sind doch hier echt heftig in diesen engen Gängen, hä? Was war das? Haben die mich jetzt gerade echt richtig gefistet? Dann doch.